Heidi ho Leute und ein allerherzlich willkommen hier zu einem neuen Part Brink of Consciousness, der Mörder der einsamen Herzen. So, und wir haben in der letzten Folge haben wir das Hotel in die Luft gesprengt, denn in Wirklichkeit bin ich natürlich der Mörder, ne? Dass ich das versuche aufzuklären, das ist die perfekte Tarnung, kann ich dazu nur sagen. nee, natürlich nicht. Ja, da müssen wir mal gucken, was hier passiert ist. Also, das ist ja überhaupt nicht schön. Oh. Eine Aussparung in Form einer Feder. Okay. Gut, da brauchen wir wohl eine Feder. Armer Archie, wer hätte gedacht, dass die Dinge so enden würden? Tja, ich nicht. Was haben wir hier? Hierfür brauche ich ein Brecheisen. Ah, unser Brecheisen. Zack. Zack. Ein Element fehlt. Und ein Schlüssel, sogar ein edler Schlüssel. Uiuiuiui. Und da weiß ich doch schon, wo wir den einsetzen können. Sonst da irgendwas hier, was ich übersehe? Nee. So, das Hotel ist explodiert. Ist das nicht geil? Mensch, der Mörder schreckt aber auch nur vor nichts zurück, war, Leute. Das lässt ja so sogar schon ganze Hotels explodieren. So, gehen wir mal hier reinschauen. Sieht aber schön aus hier. Ein Teeservice. Ein Topf. Die Decke ist unvollständig. Ja, da haben wir doch was. Da schwimmt etwas in der Suppe. Ein Puzzleteil. Puzzle. Und hier ist bestimmt wieder, brauchen wir irgendwas. Hier würde ein Fächer hineinpassen. Da ist doch schon einer drin. Ach nee, wir brauchen zwei. Okay. Zwei Fächer wieder. Ach Gott. Aber erstmal untersuchen wir das Puzzleteil, was wir da eben gefunden haben. Oh, da haben wir schon wieder ein Wimmelbild. Zurück! Wimmelbild! Meins! So. Weiter geht's. Schiffssteuerrad. Ein Bienenstock. Ein Fächer. Fächer. Ich wette, den kriegen wir. Fesseln. Sadomaso-Action hier. Spielzeugkutsche. Schriftzeichen. Geh kaputt. Mist. Okay, ich muss jetzt hier, glaube ich, ein Spiel spielen. Was? Wo? Wie? Okay, das Spiel ist nicht meins, wie ich sehe. Hier, die Spielzeugkutsche können wir kaputt machen. Seit wann baut man Kutschen in Flaschen ein? Perlenkette mit Augen. Ist ja ekelhaft. Schriftzeichen. Ach so geht das. So, und das Schriftzeichen. Auch wenn ich nicht weiß, was es bedeutet. Aber egal, das interessiert hier niemanden. Fesseln. Fesseln. Sadomaso-Action. Ach, da hinten. Kerzenständer. Ein Kerzenständer. Ja, das ist ein Ach, hier. Mann, der prangert aber auch schon so. So groß da rum und ich sehe den nicht. Papierlaterne. Da, die fette. Rettungsring. Ein Skorpion und ein Hut. Hut. Ey, das ist doch ein Hut. Hallo? Hut, wo nicht der. Ach, der da unten. Das ist aber eine Melone und kein Hut. Naja, wen interessiert das Spiel? Das ist eh nicht so genau. Aber erstmal setzen wir mal das Puzzleteil hier ein. Ja, mit denen quatschen will ich nicht unbedingt. Die nerven mich nur. Sieht mir aus wie ein Zahnradrätsel. So. Und damit erhalten wir natürlich ein Holzzahnrad. Bei einem Zahnradrätsel. Ahahaha. Mann, bin ich heute wieder lustig, Leute. Natürlich nicht. So, setzen wir mal den Fächer ein. Oh, das war aber schön animiert.
Wo war jetzt nochmal dieses komische Holzzahnrad? Ich glaube, das war bei der Fischerhütte. Jo. Öffne dich, Tor, zurück in die Welt. Gucken wir mal in die Fischerhütte hinein. Es wurde ja gesagt, dass wir hier das Rätselslösung finden. Aber so ganz bin ich denen noch nicht sicher. Ich brauche noch ein Schiff, um dies zu aktivieren. Oh, cool. Dann machen wir denn wohl hier so ein Schiffsrennen, oder wie? Lol. Okay, wir besuchen ein Schiff. Ein Spiegel. Hier gibt es viel Angelwerkzeug. Ich kann allerdings nichts Nützliches sehen. Eine Angel. Ein Fisch. Fisch. Oh, eine... Oh, geil, eine Harpune. Können wir damit etwa das Ding da aus dem... aus der Kanalisation rausschießen? Harpune! Ach, Tatsache! Zieh, Junge, zieh! Karton? Der muss doch total durchgenässt sein. Ah, der Schnabel! Ich wollte gerade sagen, wir müssen doch auch beide mal den Schnabel finden. Hier ist jetzt irgendwas. Ach, hier wegen den Fächern. Haben wir deswegen da jetzt ein Ausrufezeichen. Aber setzen wir erst bei den Schnabel ein. Denn der schöne Kran, ich will doch endlich mal seinen Schnabel wieder haben. Ja, und da freut er sich und gibt uns eine Feder. Ach Mensch, wie nett. Da können wir jetzt nämlich seinem Kranich-Kumpel lieber die Feder einsetzen. Kranich-Kumpel. Wie das ein Kranich darstellen soll. Oh, da haben wir auch schon das Schiff. Oder Schiffchen. So. Da. Da müssen wir jetzt wieder zurück zur Fischerhütte. Und das Schiffchen einsetzen und dann machen wir ein kleines Bootsrennen hier. So, was müssen wir denn machen? Klicke so schnell wie möglich auf den Knopf, damit dein Schiffchen zuerst das Ziel erreicht. Lauf! Los! 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 Los, los. Ja, das ist ja nicht schwer. Ach so, wir müssen mehrmals gewinnen. Lauf, los, 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 los. Oh, ich krieg grad Arthritis. Oh, das war knapp. Los, 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 los. Oh, das Ding holt nochmal zum Schluss auf und... Aber wir haben noch gewonnen. Mann, das ist aber gerade spannend, Leute. Ich habe gerade voll Arthritis in meinem Finger gekriegt. Okay, hier gibt's nichts sonst weiter. Nur diese komischen Fächer. Bin ich ja mal gespannt, wohin uns die Tür da jetzt führt. Ich bin doch echt gespannt, ey. Und was das hier mit dem Mörder und alles so auf sich hat, ey. Ich möchte das endlich lösen. Woo. Damit kommen wir in einen nächsten Owen, Raum. Hold on. There you are. There is something I wanted to tell you. Hold it! Hold it right there! Oh no, Charlotte! Who did this to you? Who was that? I'm sorry, Owen. I was so foolish. Charlotte, It's all right, you have nothing to apologize for. Who did this to you? Charlotte! How did he get you? What is going on here? Not now! I'll explain later. You knew, didn't you? How did he do this to you? I had a choice. Become an exhibit or die like this. I didn't want to be a stage prop. Forgive me. I shouldn't have left you alone. I knew he would try to kill you. But I was hoping he died in that fire. He? Who is he? Archie Thompson. Oh, he's the killer. Hurry. He's going to kill all his prisoners. No ritual this time. Us. He's holding them all in his mansion. All of them. I am sorry. I'm so sorry, Charlotte. But Matilda said Archie was killed in the hotel fire. Who was that man? That was Archie. He's the killer, dammit. He got away. Dr. Ross? You're the last person I expected to see. How is Charlotte? Is she going to make it? I'm afraid she is dead. Logan, we need to hurry up. Right before she died, Charlotte said Archie was holding those people in his mansion.
and was going to kill them off without any ritual. We should head out immediately. Dear God. Benjamin, you are under arrest. We have a carriage stationed outside. There's no time to waste. Jaden will take us to Archie's mansion, and you can explain yourself along the way. This is worse than I thought. We leave right now. Mann, das wird ja immer. Well, Dr. Ross, I would like to hear your side of the story now. Logan, I'm not feeling well. Everything's a haze, and I have a ringing in my ears. You're exhausted, Owen. You need to rest. Try to get some sleep while we're on the way. It's a pretty bumpy road, but you need some rest. Suppose you're telling the truth. How could you know that Archie was the real killer? After I tried to get rid of you because I thought you'd killed Peter, I realized I'd been blinded by revenge. Mm-hmm. Yes, I took Jonathan at his word, but please understand that both of us were puppets in the hands of Archie Thompson. When they arrested Kirk, I started my own investigation. I spent days on end following every single one of you around. When he stepped out, I searched his briefcase and found a sealed letter addressed to Jonathan. It sounded a lot like what Jonathan said his guardian angel used to write to him. That was my first clue, but I had to find more. I needed an ally, so I contacted Len Bain. I knew he'd help me. He hated Archie so much. You had hard evidence. Why didn't you come to me? I was wanted by police, and I was not going to prison. Not before I could kill Archie with my own hands. So, Len Bain was right about Archie after all. Those flowers in his cupboard were fake evidence planted by the killer. What happened to Len? I helped him break out of prison this morning. What? Jaden, why was I not informed that Len escaped? Sorry, sir. I only heard about it myself just before we found Dr. Ross. And then with all the commotion, it slipped my mind completely. Jaden, what am I going to do with you? All right, Ben, let's hear the rest of it. Archie realized he was being followed and started getting desperate. He killed the calligrapher, the Chinese man he hired to write those letters because he didn't speak a word of English. The poor bastard had no idea what he had been writing. But Archie got rid of him anyway, just to be sure. He made the body into an exhibit to make it look like another broken heart. And the worst of it, the calligrapher invited us to his own funeral. Remember those threatening letters urging us to Chinatown? He wrote those too. Na, super. Archie is the devil incarnate. What do you know about the explosion? That was Archie's plan all along. He put explosives in the hotel, plotting to blow everyone up and stage his own death, too. Take care of everyone in one broad stroke, but Len and I decided to step in and make sure he got killed instead. We did our best to lure everyone away from the hotel by any means necessary. The two of you I sent to the old fisherman's house. And Len was supposed to go to Archie's room and immobilize him, so it would look like he died in the explosion. I was worried about Lenny. He was livid with hatred towards that man. He loved your daughter, Owen. He even got her a ring. Wanted to surprise her and hid it in the fountain, but by an ironic twist of fate, was the same fountain where my boy, my Peter, was dumped by that monster. Things are getting pretty complicated. All right, go on. How did Archie survive, and where is Len? Didn't Matilda say she heard Archie screaming in the fire? You see, Archie got the better of Len in that hotel room. It was Lenny who burned alive. Aww. Archie got away, as you know. Everything's going to hell. Richtig. Any other criminal would have gone into hiding after this, but not Archie. He gave in to cowardice and bloodlust. You remember that story Charlotte used to tell about the two lovers who got separated? The man in that story is Archie. He was the one who went through that love tragedy. He was the one who locked himself up in the cellar for 30 days.
If anyone got wind of this, Archie would have become the primary suspect, and being dead wouldn't have helped him. Not to mention his death would have suddenly looked very suspicious. Charlotte told me all of this when I was taking her out of the hotel. This is a tragic day. Ja, und alles wird Charlotte so and Len are not with us anymore. Everyone dies. Owen, Owen, we're here. We have to arrest Archie immediately. Ja, den werden wir auch bestimmt so leicht kriegen, Junge. Und was hat das mit dieser Geschichte auf sich? Da haben wir doch noch gar nichts von gehört gehabt, oder irre ich mich da? Was haben wir hier? Ein Dösenöffner und ein Schlüssel. Was für eine Geschichte? Ich will die Geschichte nochmal hören. Ich habe da keine Geschichte Owen, gehört. Forgive me for everything. Don't waste another second. Go and save Olivia. Get Archie. Have him tried in court. Although he deserves nothing short of death. Bestimmt. Aber mit der Todesstrafe, das ist ja so eine Sache, ne? Naja. Da will ich jetzt nicht wirklich drüber diskutieren. Das artet sonst nur aus. I see Archie isn't keen on having any visitors today. Go away, unless you want to die. Don't be a fool, Archie. There's nowhere for you to run. Logan, I've been stringing you along all this time, and you still think I'm a fool? I know how to protect myself. By all means, go ahead. Try your hand at the unknown. You might find freedom. I swear I'll get you, Archie! Maybe you should hurry up. Or Olivia might have some trouble breathing. You devil spawn! If you touch one hair on her head! Please calm down, Owen. I know how hard this is, but we can get him if we keep our cool. Otherwise, he can use our anger against us. Mm-hmm. I'll do my best, but I can't promise anything. All right, that's all I ask. Pardon, sir. Shall I accompany you inside? No. Stand here and guard Dr. Ross. Yes, sir. We should figure out a way to get inside, fast. You're right. Macht hinne! Mann, das Maybe ist aber we can get in if we move this slab out of the way. There's a rope in the trunk. It might come in handy. Okay. Ah, dafür brauchen wir sicherlich den Schlüssel. Ach, Leute, Mensch, das war aber wieder ein sehr, 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 sehr quatschreicher Part. Naja, wie lange geht's denn noch? Wir haben nur noch 2 Minuten. Hoffentlich dauert das hier alles nicht schon wieder so lange. Oh Gott, das können wir mal kurz lesen. Was tatst du meinen Augen, blinde Liebe, dass sie, die sehen, scheinen, doch nicht sehen. Schönheit zwar kennen, aber ach, als bliebe sie ihnen immer fremd nach schlechten Spähen. Wie magst du, wenn von Blicken falsch beschieden, sie ankern, wo an jeder, ein jeder ankern kann, aus ihrer Falschheit. Deine Angeln schmieden, damit das Herzens Unheil hang daran. Was glaubt mein Herz, es hab ein Plätzchen eigen und weiß doch, dass es aller Welt gemein. Was sieht mein Auge das und kann's nicht zeigen, damit des Lügen Antlitz wahr erscheinen. Gesündigt haben Aug und Herz im Wahren. Drum mussten sie so bitteres Leid erfahren. In diesen Stein wurde ein Gedicht über Liebe und Hass eingearbeitet. Oh, was haben wir hier noch? Ein Lotusfragment. Hier brauche ich ein stabiles Seil. Jo. Bitteschön. Zieh das mal weg. Hm, there's something in there. We might be able to use it to open the front door. Vielleicht. Mach mal hin. Mann, es wurde doch schon so viel gequatscht in diesem Part. Ein Rätselteil. Was aber sicherlich nicht... Was hier reingehört? Nee. Was haben wir hier noch? Achso, ein Dosenöffner? Achso, hier wurde was rausgebrochen. Ach so. Dann vielleicht hier? Nein. War mir klar. Okay, Leute, ich glaube, ich werde das hier nicht... Wir gucken es uns wenigstens mal an. Nee, das fange ich jetzt, glaube ich, nicht noch an. Das wird sonst alles hier noch zu viel und dann überziehe ich wieder so viel und... Mann, ey. Wir setzen uns einfach mal gemütlich in die Kutsche. Leider haben wir hier nicht alles mit... Oh, der hat sogar Handschellen an. Habe ich jetzt erst gesehen.
Haben leider nicht alles mitgekriegt, was der Typ uns hier erzählt hat. Und mit der Geschichte und den zwei Liebenden, die sich nicht haben konnten, das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Aber vielleicht klärt sich ja noch alles auf bis zum Schluss. Also dann, Leute, wir sehen uns im nächsten Part, wo sich hoffentlich bald alles aufklärt. Macht's gut. Ciao.